Hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen und willkommen zu diesem Video. Zu diesem Video hat mich ein bisschen Sami Slimani inspiriert. Dem bin ich ganz früher mal ziemlich lange gefolgt, als er noch nicht so bekannt war. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, ich kann mich nicht mehr mit dem Content so identifizieren und dann bin ich dem nicht mehr gefolgt. Und jetzt folge ich ihm aber wieder, weil ich letztens ein Video bei ihm gesehen habe, das mich sehr berührt hat und das ich sehr wichtig fand. Und ich finde es einfach gut, für was er seine Reichweite nutzt. Das will ich nochmal dazu sagen. Das Video heißt, als Ausländer in Deutschland aufwachsen meine Probleme. Also hier, so sieht das aus. Er meinte dann auch, ja, ihr könnt ja eine Videoantwort darauf machen. Und dann dachte ich so, ja, voll cool, ich mache das auf jeden Fall. Und dann sind darunter halt so Fragen. Und ja, was mich noch dazu motiviert hat, dieses Video zu drehen, ist, vielleicht merkt ihr das gerade, dass in Deutschland wieder so eine ziemlich aktuelle Debatte ist, wie ja, sich Deutsch-Türken in Deutschland fühlen zum Beispiel. Ich bin ja auch eine Deutsch-Türkin, deswegen dieses Video. Wie die sich in Deutschland fühlen, ob die hier angekommen sind oder nicht. Auch ausgelöst durch diese Özil-Debatte. Und dann natürlich das Thema, dass ja, die Lira so krass abgestürzt ist jetzt. Und natürlich wieder diese Erdogan-Debatten angefeuert hat. Und dazu finde ich auch das Video, was Raik anders gedreht hat, sehr cool. Das kann ich auf jeden Fall verlinken. Dazu habe ich übrigens auch einen Kommentar gemacht, wie ich mich fühle mit dem Thema, was ich dazu denke. Ich glaube, ich habe 117 Likes drauf, was ich niemals erwartet hätte, dass da mein Kommentar so viele Likes bekommt. Und darunter sind die Leute abgegangen. Also da waren einige mal wieder sowas von getriggert. Und ja, ich bin auch kein großer Erdogan-Fan. Ich sage das hier ganz öffentlich und ich habe mich lange Zeit zurückgehalten, weil ich halt auch Leute kenne, die ihn befürworten. Ich wollte keinen auf den Schlips treten, ich wollte niemandem zu nahe treten und ich habe mich lange Zeit zurückgehalten, Leute. Und ich habe mir auch gedacht, also ich bin ja auch so, dass ich Mainstream-Medien lange schon nicht mehr konsumiere, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es lähmt mich. Es macht mich einfach nur traurig und ich fühle mich ohnmächtig. Ich habe das Gefühl, ich kann überhaupt nichts in dieser Welt bewegen, wenn ich mich sehr viel mit eben diesen negativen Schlagzeilen beschäftige. Und deswegen habe ich mich mehr und mehr davon distanziert, obwohl ich ja eigentlich diesen Bereich sehr interessant finde, weil ich zum Beispiel an der Uni auch ein Zertifikat gemacht habe, das journalistische Praxis heißt. Ich habe mal für das Straßenmagazin meiner Stadt geschrieben und selbst bin ich sozusagen auch in dem Bereich tätig, aber boykottiere trotzdem Mainstream-Medien, weil sie mich runterziehen und weil ich bin einfach ein Mensch, der lösungsorientiert denkt und wenn ich sehe, dass es überhaupt nichts bringt, dann ja, lasse ich das einfach und ich sehe, okay, es verbessert nichts in der Welt, ob ich jetzt eine starke Meinung dazu habe oder nicht. Und dann habe ich mich lieber auf Projekte irgendwie konzentriert, wo ich dachte, ey, das ist was Gutes für die Welt und da mich auch stark gefühlt habe und so gefühlt habe, als ob ich wirklich was bewegen kann. Das erstmal zu diesem ganzen Hintergrund und ich packe das jetzt so alles so ein bisschen mit in den Topf, weil mich das einfach im Moment bewegt und mich das alles zu diesem Video inspiriert und motiviert hat. Und genau, und dann das Video von Sami und das hat mich echt total berührt. Ich habe mir das angeguckt und er erzählt auch total unaufgeregt und authentisch. Also eine Zeit lang hatte ich echt das Gefühl, ich weiß nicht. Also der ist ja so ein positiver Typ, aber manchmal, ja, ich meine, wir spielen alle Rollen im Alltag und manchmal hatte ich so das Gefühl, ist das jetzt so echt? Aber also da ist er mir wirklich sehr echt vorgekommen in dem Video. Und deswegen, ich will unbedingt nur so sozusagen das auch machen, diese Fragen aus diesem Tag beantworten. Herkunftstag heißt das. Und genau, übrigens, unter diesem Video von Raik Anders, das erzähle ich jetzt einfach auch mal an dieser Stelle. Genau, ich habe da Stellung bezogen, ich habe meine Meinung gesagt. War halt anti-Erdogan. Habe halt gesagt, ey Leute, Lira ist am Boden, die Fakten liegen auf dem Tisch, was wollt ihr eigentlich noch so, ne? Und ja, keine Ahnung. Und dann ging es darunter ab.
Und ich fand es echt teilweise traurig, wie man dann da beleidigt wird und wurde. Und da will ich jetzt auch einfach mal was zu sagen. Und am traurigsten macht es mich einfach, dass die heftigsten Beleidigungen von meinen Landsmännern halt kamen. Also von Türken bzw. Deutsch-Türken. Und die ausfälligsten Kommentare und alles, was so unter der Gürtellinie war, waren dann auch auf Türkisch formuliert, ne? So, wo ich mir echt so dachte, Alter Leute, sorry, aber schämt euch. Also wirklich. Und ich wurde dann da echt beleidigt teilweise. Sachen, die ich gar nicht in den Mund nehmen will. Oder ich wurde auch als armenische Hure betitelt, wo ich mir so denke, ah ja, und genau, ich bin übrigens auch eine, die bestimmt mit einem Typen aus dem Axel Springer Verlag zusammen ist oder ne, sich von so einem durchnehmen lässt, so nach dem Motto, wo ich mir auch so dachte, ausgerechnet ich, die nichts davon hält, von diesem Dachverband und das boykottiert, trotzdem aber diese Meinung hat, was die Leute ja nicht wussten, aber ich wurde dann direkt in diese Ecke gestellt und ich dachte mir so, es ist schon krass und das ist echt traurig und das ist auch eine Sache, die mich traurig gemacht hat, die mich in letzter Zeit beschäftigt hat. Ich finde, thematisch passt das am ehesten in dieses Video, deswegen wollte ich das auch nochmal ansprechen. Wie gesagt, ich kann euch das Video verlinken, ihr könnt euch ja mal meinen Kommentar dazu durchlesen, falls ihr euch dafür interessiert und ja, jedem seine politische Meinung. Ich finde es nur immer traurig, wenn Menschen sich dann da irgendwie persönlich beleidigt und angegriffen fühlen, wo ich mir so denke, ich habe nicht deine Mutter beleidigt, komm runter so, ne? Aber egal, so viel dazu. Und jetzt Herkunftstag. Antwort auf das Video von Sammy Slimani. Welche Herkunft hast du? Genau, ich habe türkische Wurzeln, bin aber in Deutschland geboren. Zu welcher Generation gehörst du? Ah ja, das ist auch nochmal so ein wichtiges Thema. Ich glaube, Sammy Slimani hat gesagt, er gehört zur ersten Generation, die hier in Deutschland geboren sind, von seiner Familie aus. Und hier dann auch aufgewachsen sind. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man nennt die Generation, in der ich bin, dritte Generation. Also meine Oma und mein Opa, beziehungsweise mein Opa, ist damals als Gastarbeiter hergekommen. Dann hat er irgendwann meine Oma und meine Mama und so weiter mit in das Land geholt. Das heißt, ich würde sagen, das ist die erste Generation, die als Gastarbeiter hergekommen sind. Dann die Generation von meiner Mama und so, meinen Onkel, meinen Tanten, meinem Papa. Das ist, würde ich sagen, die zweite Generation. Wobei, da ist es auch so, meine Mama ist zum Beispiel in der Türkei geboren, ist dann aber, seit sie 7 Jahre alt war, hier gewesen und hier aufgewachsen. Ich glaube, mein Papa, der ist in Deutschland geboren, dann aber komplett in der Türkei aufgewachsen und erst mit 17 oder so hergekommen. Also, da weiß ich nicht genau, wie das ist. Wann ist man dann in welcher Generation? Also, ich habe das Gefühl, hier gibt es so ein kleines, nicht Missverständnis, aber so eine, nicht so eine klare Definition. Also, falls ihr euch mit dem Thema auskennt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde dann halt sagen, ich bin die dritte Generation, weil ich bin, genau, ich gehöre ja dann zu den, ich bin ja dann das Enkelkind der Erstgeneration, also die dritte Generation. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und alles. Drittens, wann hattest du das erste Mal das Gefühl, dass du einer Minderheit angehörst, anders zu sein? Ja, das ist so, ich bin in einem Dorf groß geworden oder in einer Kleingegend. Und da war es immer so, dass die Mehrheit halt das waren halt mehrheitlich deutsche Kinder. Und dann fiel das schon auf. Erstmal bin ich ein dunkler Typ, dann fällt das ja sowieso auf. War mir aber als Kind oft so gar nicht bewusst. Also ich hatte immer wieder auch mit Mobbing zu kämpfen und mit Ausgrenzung, auch von Erzieherinnen. Ich weiß natürlich bis heute nicht, warum die mich ausgegrenzt haben. Vielleicht war das ein gewisser Alltagsrassismus, der da mitschwang. Aber ich habe das als Kind, als kleines Kind, so im Kindergarten, da hatte ich schon damit zu tun. Zum Beispiel, und das möchte ich jetzt auch im Rahmen dieses Videos erzählen, das ist auch so eine Sache, wieso ich dieses Video mache. Genau, zum Beispiel war das so, dass ich habe zweimal, glaube ich, den Kindergarten gewechselt oder dreimal. Und in dem letzten Kindergarten, in dem ich war, das beschäftigt mich mit bis heute, weil ich weiß nicht so genau, warum. Also ich durfte immer nicht mit im Sitzkreis mit den anderen Kindern sitzen. Das war halt so ein Sitzkreis, der nach dem Aufräumen gemacht wurde, wo dann alle Kinder drin saßen und dann hat man irgendwie zusammen gesungen und was weiß ich was. Ich durfte fast nie mit in diesem Sitzkreis, weil ich angeblich nicht mit aufgeräumt hätte. Als Strafe. Jedes Mal. Und da war ich wie alt? 5 Jahre alt.
Und also ich saß wirklich fast nie mit in diesem Sitzkreis. Ich war immer gesondert und saß mit den beiden Rabauken. Das waren halt so zwei, die sich immer gestritten haben. Deswegen durften die halt als zur Strafe auch nicht mit im Sitzkreis. Und mit den beiden habe ich halt immer in dieser Ecke abgechillt. Weil wir sollten da warten, weil wir bestraft waren, weil wir nicht mit im Sitzkreis sitzen durften. Und ich habe das einfach so hingenommen. Für mich war das so, ah ja, ich bin eh das schwarze Schaf, ich setze mich schon mal dahin, ne? Ich habe ja eh nichts gemacht. Obwohl ich mir auch wirklich Mühe gegeben habe. Aber ich habe es echt selten in diesen Sitzkreis geschafft, Leute. Und das, wenn ich das jetzt so reflektiere, denke ich mir so, was war da eigentlich los? Wieso wurde ich da jedes Mal ausgeschlossen? Aber das war nicht so, dass ich da irgendwie so einen Alltagsrassismus schon oder so, dass ich gedacht habe, oh, nur weil ich schwarzer habe oder so. Das habe ich halt als Kind sowieso, hätte ich das nicht gerafft, wenn es so gewesen wäre. In meiner Schulzeit, ja, also in der Grundschule erstmal, ich habe dazu mega viele Geschichten. Ich könnte wirklich ein Buch darüber schreiben. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert oder ob euch so ein Buch, wirklich ein ganzes Buch dazu interessieren könnte, weil ich habe einfach immer wieder damit zu tun gehabt. Also in der Grundschule war es so, ich war auf dem Dorf, auf der Grundschule und da waren halt überwiegend deutsche Kinder und das Dorf ist auch dafür, also ne, manche sagen ein bisschen Nazi-Dorf, also das Dorf ist dafür bekannt, dass einige Neonazis auch in dem Dorf sind, also und da gab es halt schon so ein paar Familien, das war auch bekannt. Das war mir aber als Kind auch nicht bekannt. Ich habe mich auch nie damit beschäftigt. Ich konnte immer sehr gut Deutsch sprechen. Meine Mama hat mir ganz früh Deutsch beigebracht, immer Deutsch mit mir geredet. Zu Hause wurde mehr Deutsch als Türkisch geredet. Ich konnte sogar irgendwann gar kein Türkisch mehr. Ich habe mir das erst später wieder angeeignet. Also so krass integriert war ich sozusagen als Kind. Ich bin unter deutschen Kindern dann groß geworden in der Grundschule und ich war beliebt. Also mir war das wichtig, dass ich zu den Coolen gehöre und beliebt bin. Das war in der Grundschule so ein Ding bei mir. Und ich hatte dann auch so ein kleines Aufmerksamdefizit. Ich habe dann halt auch irgendwelche Sachen gemacht, ne, nur damit ich innen bin und so cool bin und was weiß ich. Auch dann immer mit den Jungs, also ich hing auch immer viel mit Jungs rum und ich habe immer mit denen irgendeinen Quatsch gemacht. Ich weiß, das waren immer irgendwie die Jungs und Jasmin, die wieder Scheiße gebaut hatten. Das war schon ganz witzig, das war auch eine coole Zeit. Und die Kinder meinten alle zu mir, es fiel immer so ein Satz, der hat sich bei mir eingeprägt. Die meinten immer zu mir, eigentlich mag ich keine Türken, aber du bist okay, Jasmin. Und ich habe immer gesagt, ja, ich mag auch keine Türken. Weil ich halt ich wollte halt da ankommen und ich war, keine Ahnung, 8 Jahre alt oder so. Und ich hatte ja keine Ahnung. Und da habe ich mich auch so ein bisschen für meine Herkunft geschämt oder so. Ich wollte auch immer, also auf Türkisch heißt mein Name, spricht man meinen Namen eigentlich Yasemin aus. Und ich habe mich immer als Jasmin vorgestellt, damit das so unkompliziert wie möglich ist. Und da muss ich auch echt meiner Mutter danken, dass meine Schwester und ich so Namen haben, die es halt in beiden Sprachen gibt. Das hat uns wirklich auch so das Aufwachsen hier ein bisschen erleichtert. Und ja, ich bin gut angekommen. Ich war auch immer, also später auch bei Freunden zu Hause, bei deutschen Eltern, da bin ich immer voll gerne gesehen. Ich bin immer so ein Musterintegrationsbeispiel, ja. Also aber teilweise wurmt mich das dann auch, weil ich mir denke, okay, ich komme total gut an, weil ich es geschafft habe, mir eine gute Bildung irgendwie zu erarbeiten und mein Deutsch gut ist. Deswegen komme ich immer gut an. Das heißt, also aber ich musste dann sozusagen erst leisten, damit ich von Menschen respektiert und irgendwie akzeptiert werde. Also ich mache dann halt immer diesen Rückschluss. Ich denke mir dann so, okay, also wenn mein Deutsch jetzt scheiße wäre, wenn ich immer noch einen Akzent hätte oder so, dann würde ich vielleicht nicht so gut ankommen. Und das hat mich dann auf der einen Seite auch immer so ein bisschen traurig gemacht. Und später in der Schule, also auf meinem Gymnasium ging es weiter, das war, ne, nicht cool auf jeden Fall. Mehr als von den Schülern wurde ich von den Lehrern dann tatsächlich irgendwie nicht so geil behandelt. Die haben mich das schon spüren lassen, dass ich nicht erwünscht bin teilweise. Und dann gab es auch so Schulthemen, wo ich mir echt dachte, was ist das? Sowas wie Kanaksprach. Sprache der sozial Schwachen und hast nicht gesehen im Deutsch-LK, wo ich mir dann so dachte, ach so, sozial Schwache sprechen also Kanaksprach. Na und? Wenn ich unter türkischen Freunden bin, dann spreche ich vielleicht auch so. Bin ich deswegen sozial schwach oder gehöre ich irgendwie einer anderen sozialen Schicht an? Nein, ich bin genauso auf dem Gymnasium wie die deutschen Kinder auch, wo ich mir so gedacht habe, und was bin ich dann hier? Die Quotentürkin? Dekoration? Also da waren auch schon teilweise echt Sachen, wo ich mir so dachte,
also so Schubladendenken, die teilweise im Unterricht behandelt wurden, wo dann manche Lehrer, die haben das super gut gemacht, die haben da echt gut aufgeklärt und das so ein bisschen auch aufgelockert, also was heißt, ja, die haben da einfach gut aufgeklärt und Bewusstsein für dieses Thema geschaffen, aber manche Lehrer, die haben das Thema einfach nicht so behandelt, dass da was Gescheites bei rumgekommen ist, wo ich dann das Gefühl hatte, wir haben nicht genug darüber geredet. Irgendwie haben wir dieses Schubladendenken jetzt durch dieses Thema nur noch verstärkt. Ich war total empört. Also, weiß ich nicht. Allein dieser Begriff Kanackspruch, das hat mich so aufgeregt. Ja, egal. Das ist echt, ich könnte so viele Geschichten erzählen. Das eine Mal war ich in unserem Schulgebäude. Unser Schulgebäude war nicht weit weg vom Hauptschul- und Realschulgebäude, was ein Schulgebäude war. Und ich saß bei uns in der Pause halt draußen, ganz normal. Und dann kam die Sekretärin zu mir und es war halt verboten, zwischen den Schulen in den Pausen irgendwie rüber zu gehen. So, und dann kam die Sekretärin zu mir, hat mich total grimmig angeguckt und meinte so, was machen Sie denn hier? Und ich so, entschuldigen Sie, was meinen Sie? Gehen Sie auf diese Schule? Ich so, ja. Und so, oh, Entschuldigung. Also sowas zum Beispiel. Sowas ist mir passiert, wo ich mir so dachte, ey, really? Nur weil ich schwarze Haare habe? Oder, also wirklich. Aber ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, dazu kann ich wirklich Romane erzählen. Warst du immer stolz auf deine Herkunft oder gab es eine Zeit, wo du diese abgelehnt hast? Das habe ich ja auch schon beantwortet, ne? Das in der Grundschule das. Fünftens, was waren die Vorurteile, mit welchen du zu kämpfen hattest? Ja, das habe ich eigentlich auch schon angerissen eben in meiner ganzen Storytelling. Ja, zum Beispiel, dazu fällt mir noch eine Sache ein, zum Beispiel, dass Menschen einfach davon ausgegangen sind, weil ich Türkin bin, dass meine Mutter dann nicht besonders gut Deutsch spricht. Und dann fielen teilweise so Kommentare, Leute hatten dann bei mir zu Hause angerufen oder so. Und dann ist meine Mama halt ans Haustelefon gegangen, bevor sie mich dann gerufen hat oder ich war vielleicht nicht da, keine Ahnung. Und dass mir dann Leute teilweise gesagt haben, ey, deine Mama spricht ja voll gut Deutsch. Wo ich mir so dachte, ja, sie ist auch in Deutschland aufgewachsen. Warum sollte sie nicht gut Deutsch sprechen? Das ist mir gerade noch so spontan gekommen. Also sowas zum Beispiel. Sechstens, kannst du deine Sprache sprechen? Ja, ich kann meine Sprache sprechen. Soll ich? Merhaba, benim adım Yasemin. Bu benim YouTube kanalım ve adım Moon Prinsessin. Almanca bir kelime ve Türkçesi Ay Prensesi. Türkçesini söyleyince biraz komik oluyor ama işte bu kadar. Böyle nichts verstanden haben. Siebtens, wie hat deine Herkunft die Beziehung zwischen dir und deinen Eltern beeinflusst? Ja, auch das war Thema. Also mein Name ist halt auch in beiden, das ist mein Name, ist so ein Problem, ne? Also mein Name ist auch deutsch-türkisch quasi. Also ich habe das J von ganz normal von Jasmin, was eigentlich so im Türkischen nicht gibt. Das müsste eigentlich ein Y sein. Im Türkischen würde das dann J sein, also sozusagen Jasemin. Aber mein Name ist ja Yasemin im Türkischen. Und das muss ich denen dann erstmal erklären. Und in Deutschland ist es so, da will ich halt Jasmin genannt werden und dann ist da aber das E. Und dann sagen voll viele Yasemin, was ich überhaupt nicht abkann. Und dann, als Kind hatte ich dann da immer, habe ich immer mit meiner Mama geschimpft, warum sie mich nicht einfach Jasmin genannt hat. Oder in der Grundschule, als alle gesagt haben, Türken sind scheiße und so, habe ich immer gesagt, das ist voll blöd, dass ich Türkin bin und so. Ich wollte natürlich auch immer alles das machen, was die deutschen Kinder auch durften. Und also meine Eltern sind eigentlich relativ modern und haben mir fast alles erlaubt, was meine deutschen Freunde auch durften, aber eben nicht alles. Und ich wollte halt alles machen, so. Und deswegen, da war ich schon ein bisschen rebellisch und mit dem Kopf durch die Wand. Und meine Eltern waren da noch so ein bisschen vorsichtig. Und teilweise wussten sie auch nicht. Ich meine, ich bin ja die Älteste, so, bei uns. Und deswegen, weiß ich nicht. Also, ich habe die schon teilweise, glaube ich, ein bisschen überfordert. Und ja, die waren halt, also meine Eltern waren schon ein bisschen strenger als jetzt deutsche Eltern zum Beispiel. Und dann gab es da vielleicht den einen oder anderen Konflikt. Aber ansonsten, ja, ich würde einfach sagen, wir sind auch einfach relativ gut integriert und kommen einfach gut hier klar. Ja. Achtens, wie sind deine Gefühle gegenüber deiner Herkunft momentan? Kannst du dich damit identifizieren? Da kann ich auch voll die lange Story zu erzählen. Ich habe ja schon das mit der Grundschule erzählt und dass ich dann da mich für meine Herkunft geschämt habe sozusagen.
Danach kam eine Phase in meinen Teenager-Jahren. Irgendwann ist das so, da kann ich übrigens auch ein Buch drüber schreiben. Über meine Jugend und vor allem in wie vielen verschiedenen Jugendkulturen ich war und für wie viele verschiedene Sachen ich mich interessiert habe, aber egal. Auf jeden Fall kam irgendwann diese, ich nenne es jetzt einfach mal Ghetto-Phase oder dieses, wo ich einfach richtig stolz auf meine Herkunft war und ich habe dann nur noch mit ausländischen Kindern abgehangen und ich habe natürlich auch durch diese Diskriminierungserfahrung auf meiner eigenen Schule und so, habe ich mich dann richtig stark mit meiner türkischen Kultur identifiziert und das waren dann so, die Deutschen sind blöd, nur weil ich schwarze Haare habe. Also wirklich, dann hat man irgendwann alles nur noch falsch verstanden und man hat irgendwie Rap-Musik gehört und man hat nur noch mit ausländischen Kindern gechillt und ich war dann auch immer in jeder freien Minute drüben auf dem anderen Schulgebäude. Ich war nur noch in den Unterrichtszeiten auf dem Gymnasium und also ich war so richtig anti-Garanti, so haftbefehlmäßig unterwegs. Ich hatte voll die Phase und da war ich auch stolze Türkin und dann war das immer das ganze Schuljahr nur so, boah, hoffentlich ist das scheiß Schuljahr bald um, weil dann können wir, fliegen wir wieder in die Türkei in den Sommerferien und dann bin ich wieder in meiner Heimat. Und dann hat man sich immer so nach den Sommerferien gesehnt, damit man wieder in die Heimat kam, wo ich dann zu meiner Cousine konnte, die in Istanbul lebt. Und das war dann für mich total cool. Ich hing dann da immer mit ihrer Clique ab und mit ihren Schulfreunden. Und das war halt für mich voll die schöne Zeit. So, da war ich so 15, 16, 17, wo das dann so ging. Das war auch ein Grund, wieso ich mich für meine Studienfächer dann interessiert habe. Ich habe ja Türkologie und Arabistik, Islamwissenschaften studiert, weil ich so total, ja, ich war halt so total in diese Richtung gepolt. Ich wollte endlich mehr über meine eigene Herkunft lernen, mehr über meine Religion lernen und so weiter und so fort. Also ich war einfach total nationalstolz zu der Zeit. Und ich wollte auch in die Türkei auswandern. Ich wollte voll gerne nach Istanbul auswandern. Das war eigentlich so mein Ziel. Und dann, innerhalb meines Studiums, hat sich das wieder so gewandelt. Und ich war total dankbar, in Deutschland zu sein und hier zu leben. Und es war wieder ganz anders. Also da bin ich auch in eine größere Stadt gezogen. Da war das dann nicht mehr so krass, dass man sich so krass anders gefühlt hat. Da war das ein bisschen toleranter. Da habe ich das erste Mal halt auch erlebt, dass man ganz normal behandelt wurde und fair behandelt wurde. Und ja, da hat sich das alles auch wieder so ein bisschen gewandelt. Dann kam ja, genau, dann kam ja das ganze Erdogan-Ding so auf und die Politik in den letzten Jahren in der Türkei, die entspricht auch einfach nicht mehr so meinen Wertvorstellungen. Ich merke einfach, wenn ich in der Türkei bin, ja, dass ich da mit den Menschen einfach nicht diskutieren kann, dass die sich irgendwie gleich persönlich angegriffen fühlen, dass man keine Kritik üben kann, dass das da einfach gar nicht gern gesehen ist und genau, dass sich auch Leute sehr stark mit Dingen identifizieren. Und ja, und jetzt ist es halt so, also ich bin überhaupt kein Fan von Nationalstolz. Und ich wollte da auch mal auf etwas aufmerksam machen, was in dem Kurs von Bahar Yılmaz stand, in diesem Unkarma-Kurs, den Online-Kurs, spirituellen Online-Kurs, den ich gemacht habe, sozusagen, über Stolz. Sie meint halt, dass wir keine Sätze sprechen sollen mit "Ich bin stolz auf", auch wenn wir das in Bezug auf andere Menschen sagen, in Bezug auf uns oder egal worum es geht, Nationalitäten oder irgendwas anderes. Ich bin stolz auf meine Kinder, ich bin stolz auf meinen Mann. Wir sollen einfach diese Sätze, also was heißt wir sollen, aber sie erklärt, dass dieses Stolzsein ein extrem starker Kleber ist, was uns an etwas klebt und im Unkarma-Kurs ging es ja darum, sich zu lösen von allem, woran wir so krass anhaften. Und deswegen wurde das halt da auch nochmal gesondert behandelt. Und das hat mich nochmal darin bestärkt, halt, ich habe mich sowieso schon in diese Richtung entwickelt, dass ich einfach Nationalstolz scheiße finde. Und das hat mich dann nochmal darin bestätigt, aus einer ganz anderen Sichtweise, aus einer psychologischen oder spirituellen Sichtweise, dass einfach Stolz ein krasser Kleber ist und dass es auch uns teilweise festhält und behindert und wir eben dadurch, dass wir extrem stolz sind, nicht so frei sein können. Und eins meiner höchsten Werte ist einfach Freiheit und alles, was mich da irgendwie so zurückzieht oder festhält, das möchte ich halt einfach in meinem Leben nicht haben. Deswegen bin ich kein Mensch. Also ich sag nicht, boah, ich bin stolze Türkin oder ich bin stolze Deutsche. Mir sind Nationalitäten sowieso egal. Ich denke mir einfach nur, ich bin ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht auf dem Planeten Erde so. Und für mich ist das so Mutter Erde, wir sind Menschen und auch diese ganzen Ländergrenzen, das ist einfach alles menschengemacht. Das muss man sich mal klar machen. Wenn man sich einen Globus ansieht, dann
sind daher keine Grenzen. Das haben wir uns so eingeteilt. Und da haben wir die Grenzen zwischen uns gezogen. Und natürlich sind die Regionen unterscheiden sich, klimatische Verhältnisse, Sprachen. Klar, es gibt schon Grenzen, so, ne? Das kann man schon sagen, aber das ist nicht so starr, wie wir denken. Und ich finde auch in Zeiten des Internets und so weiter, dass wir einfach globaler denken sollten. Endlich. Also darin sehe ich die Zukunft und darin sehe ich auch unsere Heilung als Menschheit, die Heilung der Erde und alles. Alles, wo ich sage, ich bin besser, weil ich das und das bin. Oder ich weiß nicht, wodurch ich andere Menschen irgendwie ausgrenze, ist einfach nicht mein Fall. Und deswegen, für mich, meine Nationalität ist Mensch und ich habe kein Land und mein Planet ist Erde und das war es einfach so für mich. Genau, das wollte ich nochmal dazu sagen. So. Aber ich stehe auf jeden Fall dazu. Ich lehne weder das Deutsche noch das Türkische ab. Ich würde sogar sagen, ich bin eher deutsch. Von meiner Mentalität her eher deutsch als türkisch. Fühle mich auch eher in Deutschland wohler als in der Türkei mittlerweile. Obwohl ich die Türkei auch über alles liebe. Ich liebe dieses Land. Es ist wunderschön. Fahrt auf jeden Fall mal in den Urlaub dorthin, falls ihr noch nie da wart und die Türkei vielleicht nur aus den Medien kennt. Ich kann es euch nur ans Herz legen, weil es ist nicht alles so, wie ihr denkt, dass es ist. Und das Land und die Menschen sind wirklich toll. Und nur weil ihr vielleicht die Politik nicht unterstützt oder so, boykottiert das Land nicht wirklich. Ihr verpasst was. Es ist so ein schönes Land. Es gibt so viel Vielfalt in diesem einen Land. Ich liebe die Türkei über alles. Es ist wirklich ein wunderschönes Land. Und ich bin auch froh. Also ich finde es schön. Ich finde es auch schön, beide Kulturen kennengelernt zu haben und sozusagen in beiden zu Hause zu sein. Ich sehe nicht nur die Vorteile, weil ich habe euch ja jetzt auch von Diskriminierungserfahrungen und so weiter erzählt, aber ich ziehe mir halt einfach das Gute aus beidem und konzentriere mich auf die Vorteile, die mir das Ganze halt so gebracht hat. Allein, dass ich bilingual aufgewachsen bin und so weiter und so fort. Und dass es halt einfach auch horizonterweiternd ist, wenn man in zwei Kulturen zu Hause ist. Einfach vom Gefühl her auch. Das macht einen Menschen weiter, das finde ich schön. Und da bin ich auch echt dankbar und froh drüber. Aber nicht stolz. Stolz ist ein Kleber. Und ja, ich glaube, das war es jetzt von mir. Ihr könnt ja auch gerne so ein Video machen, wenn ihr in Deutschland lebt und eure Wurzeln irgendwo anders habt. Das wäre voll cool, wenn ihr einen Kanal habt und auch so ein Video macht. Verlinkt mir das doch voll gerne in den Kommentaren oder so. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen, Abend, egal wann ihr euch dieses Video anschaut und bis zum nächsten Video. Tschüss!